habe gehört, eure neue Dessous-Kollektion, die kommt richtig gut an. Ja, die Präsentation lief sehr gut. Wir haben jede Menge Vorbestellungen. Das klingt super. Das ist riesig. Also wir warten natürlich jetzt erstmal die erste Auslieferung ab, aber dann werden wir höchstwahrscheinlich eine deutlich größere Stückzahl herstellen lassen. Ich habe auch so ein paar neue Ideen fürs Design. Wenn du willst, zeige ich dir Skizzen. Das klingt doch gut. Schön, gerne. Klar. Ansgar, was machen Sie denn hier? Hat dich Eva etwa jetzt schon sitzen lassen? Sag mal, ist das Blut? Es ist was dazwischen gekommen. Wo ist Eva? Berg hat den beiden aufgelauert am Yachthafen. Es kommt zu einer Schießerei. Oh mein Gott. Eva ist dabei. Ist sie tot? Ja. Berg wurde auch getroffen. Er ist dann verletzt ins Wasser gefallen. Die Polizei sucht immer noch. Nach seiner Leiche? Entschuldigt mich. Was flüstert ihr denn so? Wollt ihr nicht zur Mitarbeiterversammlung? Du hast noch nichts gehört, oder? Ist irgendwas passiert? Naja. Wir wissen jetzt auch nichts Genaues, aber Vincent Berg hat deinen Vater in eine Falle gelockt. Es gab eine Schießerei und Eva und Berg kamen ums Leben. Was? Und Ansgar? Er ist soweit unverletzt. Ich muss sofort. Nein, Kim, bitte. Das geht jetzt nicht. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie in Untersuchungshaft? Naja, die Polizei, die sieht das so, dass Ansgar Berg und Eva erschossen haben soll. So ein Quatsch! Ansgar hat Eva wirklich geliebt. Warum sollte er sie umbringen? Das ist auch nicht meine Meinung, Kim. Aber die Polizei glaubt das nach Alexas Aussage. Alexa Berg, was hat die damit zu tun? Sie war angeblich dabei und hat alles gesehen. Das ist ein Scherz, oder? Alexa ist Bergs Tochter. Es ist doch klar, dass die lügt, wenn die nur den Mund aufmacht. Okay, was hat sie noch ausgesagt? Ansgar wollte Berg am Yachthafen umbringen. Eva ging dazwischen und dann hat er sie erschossen. Sind die bescheuert? Niemals! Ja, danach hat der Berg erschossen und der fiel ins Wasser. Allerdings suchen die noch nach Bergs Leiche, weil es keinerlei Spuren gibt. Noch nicht mal auf der Waffe. Auch da sind nur Ansgars Fingerabdrücke drauf. Ja gut, dann hat Berg eben Handschuhe getragen, was weiß ich denn. Aber Alexa lügt. Ich weiß. Ich sehe das genauso, Kim. Die Frage ist nur, wie kann man das beweisen? Der aktuelle Pressespiegel ist da. Ansgar, wir müssen dringend handeln. Ansgars Verhaftung ist der große Aufmacher in allen Blättern. Die Presse hält ihn für einen Mörder. Ja, diese Schlagzeilen sind einfach eine Katastrophe. Wir haben nur noch knapp 2 Wochen bis zu den Fashion Days und jetzt das. Ansgar wird mit den Bergs in Verbindung gebracht. Man spekuliert über Wirtschaftskriminalität. Kein gutes Signal an die Einkäufer. Wir müssen uns öffentlich von ihm distanzieren. Nein, wir müssen ihn rausschmeißen. So eine Chance bekommen wir im Leben nicht mehr. Das sehe ich genauso. Können wir dann weitermachen? Womit? Mit euren plumpen Versuchen, mich gegen Ansgar zu instrumentalisieren? Du musst seinen Posten übernehmen. Er hat dir bereits alles angeboten. Die Verträge sind vorbereitet. Du musst nur noch unterschreiben und er auch. Ich bin bereits sein Stellvertreter, Tristan. Unsere Firma wird gerade von einem Knacki geführt. Das kommt gar nicht gut an. Muss ich euch jetzt wirklich daran erinnern, wie viel schlechte Presse wir in den letzten Tagen und Wochen hatten? Wir haben es überlebt. Ja, bis jetzt. Die Fashion Days, das ist unsere letzte Chance. Ich habe einfach keine Lust, dass das alles wegen Ansgar den Bach runtergeht. Es geht um den Ruf von LCL, also säg ihn ab. Je schneller, desto besser.
Stoffe für meine Kollektion in undichten Containern verschifft, sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Reg dich bitte nicht auf. Aline, Mann, Salzwasser, es ist alles versaut. Wir haben nur noch 2 Wochen bis zur Show. Selbst wenn wir nachordern, die Kleider, die werden nie rechtzeitig fertig. Guten Morgen. Jetzt kümmer du dich um deine Entwürfe. Ja, Tristan prüft gerade die Rechtslage, damit ich die Versicherung einschalten kann und die einen Gutachter schicken. Ich suche mir schon mal alle nötigen Details raus, ja? Ich wollte auch gar nicht lange stören. Was auch immer es ist, bitte lass es uns später klären, ja? Okay. Dann gehe ich einfach gleich nach Hause. Ich wollte nämlich ein paar Überstunden ab. Heute? Das kannst du vergessen, Jessica. Ich muss aber nach Hause. Dana ist heute erst mit Maxi aus dem Urlaub zurückgekommen. Rebecca, der Kleine hat mich kaum wiedererkannt. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Er kriegt Backenzähne. Dana, Ricardo und Maxi sehen aus wie so eine kleine Bilderbuchfamilie. Und ich bin außen vor, ich muss mich jetzt wirklich um mein Kind. Jessica, hast du mir gerade nicht zugehört? Wir können die Zeitpläne für die Fashion Days nicht einhalten. Mann, unsere ganze Stofflieferung ist am Arsch. Die Modenschau steht auf dem Spiel. Schön, dass du auch mal auftauchst. Du musst sofort neue Stoffe bestellen. Der Fehler lag eindeutig beim Lieferanten. Ja, am besten telefonierst du gleich alle Händler durch und guckst, wer am schnellsten liefern kann, ja? Und wann? Jetzt! Ich hab doch gerade gesagt, dass ich zu meinem Kind muss. Hier brennt die Hütte und du bist die Assistentin der Geschäftsführung. Noch Fragen? Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Eltern, empfangen Marlene von Nadja. Was kann ich für sie tun? Ja, ich wäre wirklich gerne mitgekommen, aber ich fühle mich einfach nicht so gut. Ich weiß, wie sehr dich das mitnimmt. Kim sollte jetzt wirklich langsam auftauchen. Ach, sie hat gerade eine SMS geschrieben, dass sie schon unterwegs ist. Evas Mutter, wollte die nicht bei uns mitfahren? Oh, das hat ihr alles so zugesetzt. Die Ärzte haben ihr dringend abgeraten, auf die Beerdigung zu kommen. Wie ist eigentlich der Kranz von der Belegschaft geworden? Schön, ja. Da ist richtig viel Geld zusammengekommen. Aber Eva war ja bei den Kollegen auch wirklich sehr beliebt. Ja, das stimmt. Sebastian. Gut, ja. Dann treffen wir uns dort. Bis gleich. Sebastian fährt mit Ansgar direkt zum Friedhof. Ansgar darf mit auf den Friedhof? Ja. Das ist gut. Hätten sie ihm verboten, auf die Beerdigung zu gehen, damit wäre er nicht klargekommen. Tja, das ist ja alles noch gar nicht geklärt. Hm? Warum? Ansgar hat doch erzählt, wie es war. Alexa Berg hat eine andere Version und ihr Vater kann ja keine Aussage mehr machen. Dafür hat ihr Ansgar gesorgt. Bitte? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Elisabeth, du trauerst jetzt nicht diesen Schwerverbrecher noch hinterher. Entschuldigt, alles, was ich sage, ist, dass Vincent Berg auch ein Mensch ist. Und dass er als solcher auch ein anständiges Begräbnis verdient hätte. Vincent Berg wollte immer nur unserer Familie schaden. Und er hat Eva ermordet. Also von mir aus soll der Typ sonst wo verrotten. Ich will nicht, dass du so über ihn redest. Ich rede, wie ich will. Kim, bitte. Dieser Streit bringt doch jetzt nichts. Stimmt, ja, du hast recht. Wir sollten jetzt alle für Ansgar da sein und ihn unterstützen. Wer das nicht so sieht, kann gerne hierbleiben. Dass ich hier bleibe, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ansgar hat mein tiefstes Mitgefühl. Und auch ich trauere aufrichtig um Eva Baumann, ob du es glaubst oder nicht. Das wissen wir doch, Elisabeth. Und jetzt, finde ich, sollten wir uns alle wieder angemessen verhalten. Allein schon Evas Andenken zuliebe. Mitte gerissen. Uns trösten die Worte des Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
wandern muss in finsterer Schlucht. Ich fürchte doch kein Unglück. Wirklich menschenunwürdig. Hat diese Flucht von Anfang an geplant. Die Frage ist nur, was hat er vor? Und vor allen Dingen, wofür braucht er die Waffe? Ich weiß es nicht. Ich hatte doch keine Ahnung, dass er fliehen will. Oder glauben Sie ganz ernsthaft, ich hätte Sie sonst darum gebeten, ihm die Handschellen abzunehmen? Ich war der festen Überzeugung, dass er sich lediglich verabschiedet. Ja, hat er aber anscheinend nicht. Das ist doch nicht das erste Mal, dass Ansgar rücksichtslos Absprachen bricht. Heiko, was ist denn jetzt schon wieder? Nein! Ich kümmere mich selbst drum. Ich muss mich um die Fahnen kümmern. Bin gleich wieder da. Vielen Dank auch. Das war sehr hilfreich, besonders vor der Polizei. Ja, es tut mir leid, Sebastian. Ich wollte dir nicht in den Rücken fallen. Aber es ist doch offensichtlich. Ansgar hat uns mal wieder alle ausgetrickst. Hast du ihn mir noch nicht gefunden? Nein, nein, du hast richtig. Ich finde auch, dass die Belegschaft erstmal nichts davon erfahren sollte. Das sorgt nur für Unruhe. Ja, dann sehen wir uns später, Rebecca. Alles klar. Tschüss. Jessica. Du, ich habe doch die Spenden für Evas Grabkranz von der Belegschaft eingesammelt. Nur von dir habe ich noch nichts bekommen. Deswegen, du beteiligst dich doch? Ehrlich gesagt, willst du nicht? Es hat nichts mit Wollen zu tun. Ich muss meine Kohle gerade mal ein bisschen zusammenhalten. Weil du beim Shoppen übertrieben hast. Nein, weil der Bonus dieses Jahr wegfällt. Welcher Bonus? LCL Fashion Days, Überstunden und so. Deswegen sehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht ein, warum ich jetzt meine paar Kröten für so einen blöden Grabkranz ausgeben soll, von dem Eva eh nichts mehr hat. Und die Lahnsteins haben ja wirklich genug Kohle, um das Grab zu schmücken. Ich habe gar nichts davon gehört, dass ein Bonus ausfallen soll. Woher weißt du das? Flurfunk. Nicole. Dann ist die Sache ja klar, weil bei LCL die Büglerinnen natürlich als erstes von finanziellen Entscheidungen informiert werden. Sie hat es von einer Schneiderin. Und die hat ganz klar gehört, dass ein Buchhalter sowas angedeutet hat. Ja, trotzdem, das beweist überhaupt nichts. Also ich bin jetzt lang genug bei LCL, um zu wissen, dass die negativen Gerüchte immer stimmen. Und wer weiß noch davon? Keine Ahnung. Ein paar Leute? Auf jeden Fall sind die alle nicht begeistert davon, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr leer ausgehen. Ja, das kann ich verstehen. Dieses Jahr heißt es Extraschichten schieben und gar nichts kriegen. Jessica, tu mir einen Gefallen und erzähl das nicht weiter, ja? Die Leute haben Recht darauf, das zu erfahren. Ich verspreche dir, ich werde mich persönlich darum kümmern. Okay. Schon mal was von Anklopfen gehört? Wieso, hast du Geheimnisse? Was gibt's denn? Okay, Tristan, hör zu. Es geht um so ein Gerücht, das hier die Runde macht. Stimmt es, dass der Bonus für die anstehende Show gestrichen werden soll? Wer sagt das? Stimmt es? Also, Marlene, du solltest wirklich nicht alles glauben, was du durch den Flurfunk aufschnappst. Außerdem haben wir gerade ganz andere Probleme, zum Beispiel die Fashion Days. Du hast mir noch nicht geantwortet. Weil ich auch Wichtigeres zu tun habe. Ja, ich auch, Tristan. Wir alle. Und wenn du mich fragst, sollte man solche Gerüchte gleich im Keim ersticken. Weißt du, die Mitarbeiter hier geben alles, schieben Überstunden für die anstehende Show. Dafür rechnen sie aber auch mit dem Bonus. Und wenn sie befürchten müssen, dass sie leer ausgehen, dann wäre das nicht so gut für die Motivation.
Na, so gut. Was schlägst du vor? Die Sache richtig stellen und den Mitarbeitern sagen, dass es nur ein Gerücht ist. Es sei denn, es ist kein Gerücht. Dann ist aber erst recht eine Erklärung fällig, allein schon aus Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter. Schön, wie du dich für die Belange des kleinen Mannes einsetzt. Ich glaube, an dir ist eine echte Gewerkschaftsführerin verloren gegangen. Die rote Marlene. Nicht witzig, Tristan. Niemand hat vor, die Bonuszahlung zu streichen. Zufrieden? Mehr wollte ich nicht wissen. Dass der Bonus dieses Jahr ausfällt, aber sie wollen es uns erst nach den Fashion Days sagen, damit wir weiter schön Überstunden schieben. Das ist so eine linke Nummer. Also Marlene hat gesagt, dass an dem Gerücht wahrscheinlich gar nichts dran ist. Würde ich an ihrer Stelle auch behaupten. Ich habe da was ganz anderes gehört und ich sag euch, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ja, aber was können wir schon machen? Ich gehe heute pünktlich. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich meine Freizeit für nichts und wieder nichts opfere. Jetzt warte doch erst mal ab, vielleicht ist an dem Gerücht gar nichts dran. Klar, dir kann das ja egal sein. Als Freie kriegst du eh keinen Bonus, aber... Den hast du ja auch gar nicht nötig. Wie meinst du das? Naja, du hast dir mit Sebastian von Lahnstein ja gleich einen der Chefs angelacht. Aha, da weißt du ja mehr als ich. Hey, Nicole, kannst du mal aufhören, hier so blöde Gerüchte zu verbreiten? Das vergiftet nur die Atmosphäre. Ich sage nur die Sachen, die auch wirklich stimmen. Ja? Was die Bonuszahlungen betrifft, liegst du da aber schon mal falsch. Tristan hat mir versichert, dass der Bonus auch dieses Jahr ganz normal ausbezahlt wird. Echt? Ja, echt. Das heißt aber für mich, dass wir alle wieder an die Arbeit gehen sollten. Dass LCL auch dieses Jahr den Bonus zahlt, ist nicht selbstverständlich. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass der Laden ziemlich in Schieflage geraten ist. Und trotzdem haben sie keinen entlassen. Ohne uns können sie auch dicht machen. Ja, falls es ja sonst in Düsseldorf keine Büglerin gibt, die gerne einen gut bezahlten Job machen würde. So gut bezahlt auch wieder nicht. Ach, Nicole, was ist eigentlich los mit dir? Deine Kollegin Eva ist gerade gestorben und du meckerst hier nur rum? Es ist alles gut. Ja, ich kümmere mich da mal um die Pressemitteilung. Tja, das ist ein guter Plan. Nach den Fashion Days müssen wir echt ein paar Tage Urlaub machen. Ich muss hier raus. Ja, geht mir genauso. Bei LCL trinken gerade alle am Rad, weißt du? Irgendwie ist das Gerücht in Umlauf gekommen, dass die Bonuszahlungen dieses Jahr ausfallen sollen. Jessica ist fast ausgeflippt und Nicole hat natürlich dafür gesorgt, dass alle davon erfahren. Woher will die das jetzt schon wieder gewusst haben? Keine Ahnung. Ach, du weißt doch, wie das ist. Irgendjemand redet mit irgendjemandem und schon macht's die Runde. Zum Glück hat Tristan bestätigt, dass das nicht stimmt. Aber ich habe trotzdem den ganzen Tag damit verbracht, die Wogen zu glätten. Ist irgendwas? Stimmt leider doch. Wir können dieses Jahr keine Boni ausbezahlen. Nee. Tristan hat gesagt, der Bonus steht. Tristan wollte wahrscheinlich die Mitarbeiter vor den Fashion Days nicht demotivieren. Aber Fakt ist, LCL hat keine andere Wahl. Dadurch, dass die Pelzkollektion zerstört wurde, müssen wir irgendwie das fehlende Budget reinholen. Hellström kostet ein Vermögen, die Show auch. Wir müssen sparen. Ja, und was können die Mitarbeiter dafür, dass die Pelze zerstört wurden? Rebecca, ihr könnt nicht von euren Mitarbeitern verlangen, dass sie alles geben, damit die Fashion Days ein Erfolg werden und danach lasst ihr sie einfach hängen, oder was? Die Alternative ist, wir müssen die Show absagen. Und dann könnte ich meine erste Kollektion, die ich eigenverantwortlich entworfen habe, in die Tonne kloppen. Und die Mitarbeiter werden ihren Job los. Ich weiß, es ist hart, aber nur durch diese Show kann LCL wieder nach oben kommen. Kannst du das nicht verstehen? Ja, klar, kann ich's verstehen. Aber ich verstehe auch, wie hart das für die Mitarbeiter bei LCL ist. Ich verspreche dir, wenn die Show ein Erfolg wird, dann werden wir beim nächsten Mal auch die Boni ausbezahlen. Ich hab's euch ja gesagt. Was für eine Scheißnummer. Hey, was ist los mit dir? Ich dachte, wir kriegen den Bonus. Das wusste ich nicht. Es war eine tolle Vorstellung gestern. Sind alle drauf reingefallen. Fast alle jedenfalls. Ich dachte wenigstens, du bist ehrlich zu uns, aber
Du gehörst zu denen da oben. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Na, wie man's nimmt. Sie ist und bleibt eben ein Showtalent. Ich wusste selbst nicht, dass der Bonus gestrichen werden soll. Es glaubwürdig. Du wolltest nur deiner Süßen einen Gefallen tun, hast uns Quatsch erzählt, damit wir die Schicht fertig machen. Das stimmt nicht. Ich habe selber erst gestern Abend davon erfahren. Spar dir das. Ich hab's dir gestern auch schon nicht abgekauft. Ist doch immer das Gleiche. Das war echt eine linke Nummer. Hätte ich nicht von ihr gedacht. Die Leute hier tun alles, um eine fantastische Show auf die Beine zu stellen. Findest du nicht, dass sie den Bonus verdient hätten? Natürlich, das steht überhaupt nicht zur Frage. Ich würde ihnen den Bonus auch zahlen, aber es geht nicht. Rebecca, die Leute haben mit diesem Geld gerechnet. Sie haben sich darauf verlassen. Marlene, wir haben das doch schon gestern geklärt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Du bist doch auch eine von Lahnstein. Ja, aber ich bin auch eine Mitarbeiterin von LCL, genauso wie alle anderen auch. Und ich habe mich auch auf dieses Geld verlassen. Keine Angst, du wirst auf dem Schloss schon nicht verhungern. Dafür sorge ich persönlich. Ich lebe aber nicht von deinem Geld und ich lasse mich nicht von dir aushalten. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand denkt, dass es so wäre. Weißt du, es ist echt nervig genug, sich immer wieder von den Kolleginnen daran erinnern zu lassen, dass ich als Freundin der Star-Designerin ja gar nicht wirklich zu ihnen gehöre. Dann hör einfach nicht auf sie. Ich finde das auch doof, Marlene, aber ich kann es nun mal nicht ändern. Und was wird mit den Leuten? Die regen sich 2-3 Tage auf und dann ist die Sache erledigt. Das ist immer so. Jetzt bitte nimm dir das nicht so zu Herzen. An ihrer Stelle würde ich auch entspannt bleiben. Wenn ich einen Butler hätte, würden mich ein paar hundert Euro mehr oder weniger auch nicht jucken. So sieht's aus. Ich lebe nicht von Rebeccas Geld, nur damit das ein für alle mal klar ist. Ich muss auch mit meinem Gehalt hinkommen. Ja, du hast unser vollstes Mitgefühl. Hey, mein Bonus wurde genauso gestrichen wie eurer. Und was macht das für einen Unterschied? Bringt dann der Butler nicht mehr das Frühstück ans Bett? Hey, jetzt sei mal nicht so ätzend, ja? Marlene kann auch nichts für die Streichungen. Sie ist auf unserer Seite. Wenn du klug bist, dann unterstützt du sie. Wobei denn? Marlene setzt sich bei den Lahnsteins dafür ein, dass wir den Bonus doch noch bekommen. Hm? Ja, worauf ihr euch verlassen könnt.